Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe und hinter mir seht ihr einen Chart von Erdöl. Und das Video heute heißt keine Angst vor langen Laufzeiten. Und warum ihr keine Angst haben müsst, mal wirklich lange Laufzeiten bei Optionen zu verkaufen, das zeige ich euch anhand dieses Charts jetzt im aktuellen Video. Ihr alle wisst ja, wie das funktioniert beim Verkauf von Optionen mit dem sogenannten Zeitwertverfall. Da gibt es auch diesen Griechen dafür, das ist das sogenannte Theta. Und ihr wisst, je länger die Restlaufzeit einer Option ist, umso geringer ist der Zeitwertverfall. Und je kürzer die Restlaufzeit ist, umso schneller ist dann dieser Zeitwertverfall. Und deswegen haben ganz, ganz viele Optionsverkäufer auch Angst und sagen, ja, ich möchte nicht diese ewig langen Laufzeiten verkaufen. 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, vielleicht sogar 2 Jahre, weil dann verfällt ja die Option ewig nicht. Dann bin ich ewig im Markt, da kann ganz, ganz viel passieren. Und deswegen, nee, ich mache lieber nur die kurzen Laufzeiten. Es gibt sogar Trading-Strategien, wo man Optionen verkauft mit 2 Tagen Restlaufzeit, mit 1 Tag Restlaufzeit. Ne? Das machen wir zwar gelegentlich auch mal, aber wir machen auch ganz gern eins, nämlich wir kaufen gerne mal Optionen mit langer Restlaufzeit. Und das ist hier so ein Beispiel. Ich will euch das mal zeigen. Ihr seht hier im letzten Jahr 2018 ist der Erdölpreis schön angestiegen. Dann fing er irgendwann im Herbst an zu fallen. Und hier zu diesem Zeitpunkt, als hier, ihr seht das hier mit dieser blauen Linie gekennzeichnet, haben wir eine Call-Option verkauft oder mehrere. Und zwar hier oben beim Strike von 95. Das ist der Dezember-Future 2019, auf den sich diese Option bezieht. Der Preis damals war so im Bereich ungefähr von 65. Das heißt also, wir lagen 50% über dem aktuellen Preis. Und jetzt kommt's, die Laufzeit dieser Optionen war hier bis zum 15. November 2019. Also jetzt, wenn ihr dieses Video noch seht, noch viele, viele, viele Monate in die Zukunft. Und diese Woche haben wir diesen Trade allerdings schon geschlossen, nämlich der war mit über 80% im Plus. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist ja auch bei Future-Optionen unsere Rückkaufregel. Wenn 80% des Gewinns realisiert sind, dann gehen wir raus. Und deswegen konnten wir diesen Trade jetzt hier schon beenden. Und ihr seht auch, interessanterweise, am Anfang ist natürlich die Option deutlich oder der Preis deutlich gefallen. Dann lief es jetzt die ganzen letzten Monate gegen uns. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier diesen Trade beenden können. So, und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber geht denn dann doch dieser Zeitwertverfall so schnell? Nein, der Zeitwertverfall ging in diesem Falle nicht so schnell, denn wir haben von etwas ganz, ganz anderem profitiert, nämlich vom sogenannten Vega. Und das Vega, ne, nochmal ganz kurz zurück, wie war das jetzt gleich mit dem Vega? Richtig, genau, das war doch irgendwas mit Volatilität. Genau, und zwar Volatilität wirkt sich ja auf den Preis einer Option aus. Ihr wisst, hohe Volatilität, hohe Preise, niedrige Volatilität, niedrige Preise. Weil Volatilität letztendlich nichts anderes ist als Angebot und Nachfrage. Und wenn eben viel Nachfrage im Markt ist nach Optionen, zum Beispiel aus Absicherungsgründen, dann steigt eben die Volatilität entsprechend an. So, und jetzt war hier folgender Umstand. Und ich zeige euch jetzt mal die Erdölvolatilität. Und zwar, da seht ihr hier, die war im ganzen letzten Jahr relativ stabil. Und dann ging es plötzlich hier im Herbst deutlich nach oben. Und das war der Zeitpunkt, wo wir hier diese Call-Optionen verkauft haben. Das heißt also, wir haben jetzt in eine extrem hohe Volatilität hinein diese Optionen verkauft. Und ihr seht, was jetzt danach passiert ist. Die Vola war hier, das sind jetzt nur die Schlusskurse, bei ungefähr so 65 etwa. Und die ist jetzt runtergegangen bis auf knapp 30. Das heißt, die hat über 50% verloren. So, und zu was führt das? Wenn wir uns jetzt nochmal kurz den Chart anschauen, dann führt das dazu, dass der Zeitwertverfall gar nicht so sehr wirkt, aber der Rückgang der Volatilität. Das heißt also, wenn ihr sehr, sehr hohe Volatilitäten habt, dann könnt ihr natürlich auch sehr lange Laufzeiten nutzen, weil ihr profitiert zwar kaum vom Zeitwertverlust dieser Optionen, weil der ist einfach noch nicht da, weil die Option hat ja noch so einen riesigen Zeitwert. Das dauert ja noch etliche Monate, bis die ausläuft. Aber bei einer rückgehenden Volatilität profitiert ihr vom Rückgang eben dieser Volatilität. Und jetzt könnte ja jemand sagen, naja, dann kann ich doch aber auch eine kurze Option verkaufen. Ne? Stimmt, du kannst auch eine kurze Option verkaufen, eine 30 Tage, eine 60 Tage, wirst du, wenn du die Option richtig triffst, das heißt, wenn du das Timing richtig schaffst, natürlich genauso profitieren, beziehungsweise sogar noch schneller. Aber guck dir nochmal an, hier zu dem Punkt war ungefähr der Preis bei 65. Wir haben einen 95er Call verkauft. Das bedeutet, wir waren über 50% vom aktuellen Preis weg. Und das ist natürlich Sicherheit.
Und diese Optionen haben, bin ja jetzt nicht mehr ganz so sicher, guckt mal in unsere Facebook-Gruppe rein, da haben wir den Trade nochmal auch mit, sogar auf unserer Facebook-Fanseite, also geht da einfach mal drauf, Facebook einfach Optionsstrategien, da findet ihr uns ja auch und da seht ihr genau den Preis. Ich glaube, wir haben mit dieser Option $295 verdient, das heißt, wir haben hier eine Option verkauft, die über $300 wert war und die 50% oberhalb des aktuellen Preises war. Wenn ihr zu dem Zeitpunkt eine Option nehmt mit 30 Tagen Restlaufzeit, die ist zwar auch teuer, aber nicht so teuer, oder aber ihr hättet die vielleicht hier verkaufen müssen oder hier, also viel, viel näher am aktuellen Preis. Und das bedeutet, ihr geht viel mehr Risiko ein, weil nach so einer steilen Bewegung ist ja nicht immer gesagt, dass es so runtergeht. Es kann ja auch nochmal einen Rücksetzer geben, nochmal nach oben, vielleicht war es nur eine Korrektur. Wenn ihr aber lange Laufzeiten wählt, dann kommt ihr weit, weit weg vom aktuellen Preis. Das heißt, ihr habt viel Sicherheitspuffer drin. Ihr seid völlig entspannt und ihr könnt den Trade einfach auch laufen lassen. Und auch wenn es mal noch ein paar Tage gegen euch geht vom Preis her, völlig egal. Das spielt in dem Falle keine allzu große Rolle. Wenn ihr eine Option mit kurzer Restlaufzeit habt, müsst ihr näher ran. Und dann habt ihr natürlich schon ein Problem, wenn es mal noch 2-3 Tage gegen euch läuft. Deswegen habt keine Angst davor, langlaufende Optionen zu verkaufen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, den ihr beachten müsst, macht das nur bei sehr hohen Volatilitäten. Das heißt, wenn ihr niedrige Volatilitäten habt, ne, kann man sich jetzt streiten, ob man da jetzt überhaupt Optionen verkaufen soll, aber wenn ihr niedrige Volatilitäten habt, dann könnt ihr keine langen Laufzeiten wählen. Weil, stellt euch mal vor, ihr habt eine niedrige Vola, lange Laufzeit und jetzt steigt auch noch die Volatilität, dann arbeitet das komplett gegen euch. Habt ihr dagegen eine sehr, sehr hohe Volatilität, ihr wisst, es gibt diesen sogenannten Mean Reversion Effekt, Volatilität kehrt immer zu ihrem Mittelmaß zurück und wenn sie eben sehr, sehr hoch ist, dann wird sie auch automatisch wieder nach unten gehen und deswegen nutzt in so einer Zeit ruhig lange Laufzeiten, ihr kriegt viel Prämie, ihr kommt weit weg und ihr müsst eben nicht, und das ist ja die Angst von vielen, zu lange in dem Trade bleiben, in der Regel seid ihr auch noch 25% der Laufzeit, manchmal nur 20% der Laufzeit schon wieder draußen. Und überlegt euch mal gerade, wie ihr das nutzen könntet, auch wenn Aktienmärkte nach unten gehen, die dann eine hohe Volatilität entwickeln auf der Unterseite. Und dann habt ihr zum Beispiel im DAX Optionen, die 3 oder 4 Jahre laufen. Ne? Oder beim Spider oder beim SPX, ne, die 2 Jahre laufen. Da kriegt ihr wirklich extrem hohe Prämien, ganz, ganz weit weg, könnt völlig entspannt sein und könnt da wirklich gute Prämien einheimsen. Ich hoffe, euch hat das hier wieder etwas weitergebracht in eurem Optionshandel. Wenn ihr mehr lernen wollt zu dem Ganzen, ne, wenn ihr wissen wollt, wo stehe ich denn jetzt hier gerade, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich auch ein profitabler Händler werden, dann, ihr kennt unser Angebot, hier unten ist ein Link, tragt euch da ein. Wir machen mit euch eine kostenlose Strategiesitzung, wir beraten euch, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und vielleicht kommen wir dann in irgendeiner Art und Weise zusammen. Unten ist der Link, einfach eintragen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.